Ich lerne Dinge relativ langsam. Aber mir wurde nach und nach deutlich, dass ich romantische und auch sexuelle Anziehung hatte gegenüber Jungs. Und mir wurde deutlich, dass ich solche Gefühle gegenüber Frauen nicht kannte. Es wurde mir deutlich, dass das bei mir wohl so ist und dass Dinge bei mir einfach anders sind. So viel in der westlichen Kultur sagt uns zu dieser Zeit, dass du deine Sexualität bist, dass die dich ausmacht. Und so kann es leicht dazu kommen, dass ich denke, dass meine sexuelle Neigung das ist, was mich definiert, dass es meine Identität ist. Und das ist nachvollziehbar. Denn diese Gefühle, die sind tief. Sie sind sehr persönlich und sie fühlen sich als ein sehr elementarer Bestandteil davon an, wer ich bin. Aber die Bibel sagt, nein. Meine Sexualität ist nicht meine Identität. Meine Identität ist in Jesus. Etwas in mir drin, etwas, wonach ich wirklich verlangen habe, ist ein bester Freund. Jemand, mit dem ich in den Sonnenuntergang laufen kann. Und dieser Wunsch, dieses Verlangen, wird dann manchmal sexuell überlagert. Und dann bilde ich mir ein, dass ich einen guten Freund brauche, der dann mein Liebhaber ist. Und das würde dann alle meine Lebensprobleme lösen. Aber Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er ist derjenige, der die wirkliche Erfüllung bringen kann. Keine Beziehung hier auf Erden. Selbst wenn ich den perfekten Menschen finden würde, es wäre nie genug. Meine Seele ist geschaffen für Jesus. Ich brauche Jesus. Ja, sein Wort ist manchmal für uns wirklich erst einmal anstößig. Es ist oft schwierig, aber es ist immer gut. Und ich habe tatsächlich erleben dürfen, dass das wahr ist. Je mehr ich in der Nachfolge Jesu gegangen bin, desto mehr habe ich erkannt, wie sehr er mich liebt. Keiner von uns ist von Gott dafür geschaffen worden, eine Beziehung mit ihm zu haben, losgelöst von anderen Menschen. Wir brauchen die Gemeinschaft einer Gemeindefamilie. Und diese Gemeinschaft in der Gemeinde soll wirklich Familie sein. Es sollte sich nicht nur so anfühlen, als wären wir Menschen, die zum gleichen Club gehören. Tatsächlich sollte sich das anfühlen, dass da eine Tiefe von Verbindung ist, ein Reichtum an Beziehung, an Intimität. Ja, es soll sich anfühlen, als sei das eine Familie. Wenn ich eines Tages Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werde, dann werde ich nicht denken, oh, hätte ich doch nur Männer gedatet. Nein, ich werde erkennen, dass ich in Jesus schon immer alles hatte, was ich wirklich brauche.